Ah. Achso. Sehr geil. was haben wir? Wie viel waren es denn? Wie viel Liter? Ja, tschüss. So, eine Ehrenrunde hier gedreht. Jetzt auf dem Weg zum Harald, frisch getankt. Dachte, der Weg ist kürzer, wobei wahrscheinlich wäre ich jetzt auch schon fast da gewesen, hätte ich nicht vor unserer Hofeinfahrt gewendet. Aber egal. Fahren wir einfach mal einen anderen Weg. So, Mahlzeit der Herr, Grüße. Nee, Stückchen noch. Da vorne, genau. Okay, so. Getankt ist, ging ordentlich was rein, hat ein paar Minuten gedauert. Festgestellt, die Zapfsäule hat keine LKW-Funktion. Grüße gehen an den Betreiber raus. Beziehungsweise hat sie schon, aber irgendwie war die Säule defekt. Aber egal. So, bedeutet, wir müssen hoffentlich richtig sein. Mal gucken, ob meine Dorfkenntnisse schon ausreichen. Genau, ah, da sehe ich ihn doch schon. Oh nein, er steht schon. Ja, das Tanken hat doch zu lange gedauert. So, kann er schon entladen? Kann er. So. Harald, tut mir leid. Tut mir leid. Ich war gerade noch schnell tanken. Wir hatten nur noch so ein Viertel Tank. Du weißt doch, das geht immer so schnell. Ja, ja. Ja, das Problem ist, die LKW-Zapfsäule war außer Betrieb an der Tankstelle da hinten. Und naja, die normale ist bei der Tankgröße, das dauert leider ein bisschen. Ja, ist ja kein Problem. Bin gerade eben erst voll geworden. Ja, sehr gut, perfekt. Ich würde ihn dir hier erstmal hinstellen, irgendwie an Rand. Ich würde gleich mal mit dem Kollegen vom Lohnunternehmen mich unterhalten, ne? Ja. Okay, perfekt. Wenn du was brauchst, sagst du Bescheid. Dann melde ich mich. Gut, perfekt. Danke dir. Dann froh schaffen. Bis später. Ciao. Tschüss. So, abgetankt ist. Dann stellen wir ihn strategisch vielleicht hier in die Mitte. Da steht er zwar noch auf dem Feld, aber sei es drum. Und dann rufen wir erstmal im Lohnunternehmen. Gerald Geldhauer hier, Lohnunternehmen, guten Tag. Herr Geldhauer, grüße Sie, Ralf Meister hier, hallo. Hallo. Herr Geldhauer, brauche Ihre Unterstützung, so rum ist richtig. Gegenüber von Ihrem Hof habe ich mein Feld. Ich würde das gerne mit Kartoffeln bestellen lassen. Das können wir sehr gerne machen. Ja. Das ist kein Problem. Sehr gut. Gucken Sie vorher auch nochmal den Boden an, ob alles funktioniert. Oder ob das noch was drauf ich würde, muss. Ich würde zur Not dann nochmal durchkommen, ob wir dann noch düngen, kalken, was halt ansteht. Grobern. Ja. Dann war's. Würde ich auf jeden Fall nochmal durchkommen. Alles gut. So machen wir es. Perfekt. Nee, super. Dann, Herr Gethauer, ich danke Ihnen. Nicht dafür. Dann bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Tschüss. So. Dann laufen wir mal nach Hause. Ich würde sagen, dann gucken wir auch gleich einfach mal bei der Kooperative vorbei. Da waren wir jetzt lange schon nicht mehr. Muss einfach auch mal sein. Oh. Es ist auch heute wieder ein herrliches Wetter, ne? Sonne scheint. Kurz vor Feierabend, da kann man sich nicht beschweren.
Wir müssen auch immer noch rausbekommen, wo wir neues Equipment. Quatsch, nicht Equipment, sondern neues Feld bekommen. Und das neue Equipment, das eigentlich auch noch. Da warte ich ja noch auf das Angebot von dem Herrn Fitschen. Ja, ich hoffe, das kommt bald. Wie hieß es? Grüße. Also weiter, hier gibt nichts zu sehen. Guten Tag, die Herren. Hallo. Moin. Alles gut? Ja. Oh, klar. Und selbst? Ja, also super. Ich wollte nur mal geguckt haben, ob das hier funktioniert. Nein, ihr wart oben an der Saatgutmaschine. Ja. Okay. Nee, alles gut. Hör mal, ich wunderte mich gerade nur, dass der LKW hier rausgeschoben wird. Bin gerade nach Hause gelaufen. Ich muss dem Florian noch zeigen, wo hier alles ist. Ja. Der kennt sich ja noch nicht aus. Du, ich bin einfach das gebrandmarkte Kind. Seitdem hier so ein bisschen Equipment weggekommen ist, habe ich einfach gerade nur mal, ne, so eine Schrecksekunde gehabt. So, da fährt der LKW direkt vom Hof. Was finde ich hinten drauf um meinem Zeug? Aber nein, ihr seid ja nur. Alles gut. Dann wir haben's. Ja. Gut, ich gehe jetzt lieber, ne? Frohes Schaffen euch beiden. Ja. Tschüss. Jo, bis dann. Mann, ne? Scherze auf Kosten anderer hier. So, Hoftor, gehst du auf? Ja, jetzt funktioniert er auch schon mal besser. So. Was nehmen wir? Wir nehmen den Waldrei hier vorne. Sieht das eigentlich bei den Hühnern aus? Ah, müsste auch mal wieder sauber gemacht werden. Eierkarton haben wir schon wieder ein paar, hoffentlich. Wir sammeln ja immer schön fleißig morgens. Das war auch eigentlich mal wieder aufladen, ne? Richtig. Das machen wir einfach. Wir nehmen uns jetzt kurz die Zeit dafür. Einmal hinten auf den Pickup drauf. Lief letztes Mal ganz gut. So. Das sieht gut aus. Das sollte so funktionieren. Einmal aussteigen. Nee, Klappe lassen wir hinten zu auf jeden Fall. Können wir drüber legen, drüber heben. So. Richtig hier. Ach du Mäuschen. Deine Eier. Ja, brauchst dich doch nicht direkt beschweren und hier rumkakeln. So. Karton Nummer 2, 3, 4, 5, der letzte sollte noch nicht voll sein, da gucken wir gleich mal rein. So. Hoppala. Na, am Torpfosten hier hängen geblieben. Ich habe auch schon mal schöner Kartons drauf gestapelt, muss ich sagen. So, passt. Wackelt und hat Luft, heißt es gleich noch hoffentlich. Dann fahren wir doch einfach mal zum Wiese. Zu den Wieses heißt es ja mittlerweile, ne? Zu den Wieses. Und bring unsere Eier weg. Scheinen ja heute eine Flatrate zu haben.
So. Dann. Da sieht Judas. So. Und der dritte. Ja, ich glaube, das funktioniert. Wir fahren langsam. Ich sehe ihn hinten im Rückspiegel, wenn er wegfliegt. So. So. So, ich finde, der ist schon echt schick, der Pickup, ne? War eine gute Entscheidung. So, dann fahren wir jetzt einmal noch die Ehrenrunde an den Schweinen vorbei. Gucken, ob da alles gut ist. Fahren gleich über den Feldweg zurück, der ist recht gut. Da sollte den Eiern auch nichts passieren. Wir stellen uns hier mal in Schatten. Dann passiert auch kurz mit den Eiern nichts. So. Na. Lichtschalter richtig drücken. So. Mal kurz hier. Oh, das sieht aber gut aus. Futterdruck. Müssen wir morgen früh mal machen. Ansonsten geht's ihnen gut. Würde ich sagen, sieht gut aus. Ne? Schön. Sehr gut. Kerngesunde Tiere hier schön am Gras fressen, so muss das sein. So, Tor wieder schließen, nicht dass einer ausbüchst. So. Dann fahren wir jetzt mal hier lang. Das geht hoffentlich auch, dass wir dann gleich vorne auf die Straße kommen. Nicht der Weg, den ich erwartet habe. Doch, der Weg, den ich erwartet habe. Ah, passt. So. Hier wird schon wieder fleißig gemäht. So, dann könnten wir bei uns tatsächlich auch mal wieder machen, ne? Sah schon wieder nicht schlecht aus. So, kommt keiner. So, ach guck mal hier, Altglascontainer hat er auch. Der Visa. Guten Tag, mal wieder. Lange nicht gesehen, Ralf. Ja, und trotzdem wieder erkannt, Jens. Ich habe ein paar Eierkartons. Kann ich die bei dir lassen? Ja, ist da auch was drin oder sind die leer? Nee, da sind auch Eier drin. frische Eier. Ich habe sie nur gerade hinten einmal draufgeschmissen. Ja, also Eiersalat, sagst du? Ich bin vorsichtig gefahren immer. Natürlich. Natürlich. Also, dann mach mal die Spanngurte weg, dann lade ich die gerade mal hier aus. Ja, ich werde ja eh nur nach Haie in Eiern bezahlt. Also von daher, ja, ist für dich ärgerlich, ne? Ja, zack, aber...
Wenn die Kartons immer so durchsuppen, weißt du? Ja, genau, deswegen. Ja, leg einfach hier hin, ich räume die gleich noch weg. Okay. Was mache ich dann noch? So. Gott. Wie viele Hühner hast du denn inzwischen? Ich habe sie nicht gezählt, wenn ich ehrlich bin. Wir schmeißen immer fleißig Futter nach, ne? Wir nehmen ja auch nicht alle Eier. Wir haben ja auch so ein kleines Aufzuchtprogramm. Also, das es wächst, ne? Nennt man das bei Hühnern auch Herde? Ich weiß es nicht. Kriegst du nicht den letzten? Hier, warte. Oh, ich hab ihn. Ich bin ja stark. Ja. Starker Typ. Ja, du, ich habe hier übrigens auch gesehen, hier, ach, Dosenschrott und Grünglas und sowas, ne? Hier kann man bei dir auch alles lassen, wa? Ja, sicher. Ah, Mann, was hast du denn hier oben? Ah, ja, noch so eine Übersicht, wo hier wer sich niedergelassen hat, quasi. Ja, sicher. Wenn ich hier so den Florian A. hinarbeiten muss, meinst du, ich fahre jedes Mal mit dem mit? Ja, nee, vernünftig, ich sag's dir. Zeig ihm das einmal auf der Karte und dann soll er sein GPS anmachen. GPS, ich dachte hier Handkarte, so oldschool. Das meine ich ja, mein GPS hat halt 148 Seiten. Ja. Günstiger als das andere. Ja, du Jens, ich habe wirklich noch ganz wichtigen Termin. Das lass uns beim nächsten Mal noch weiter erörtern mit dem GPS und dem günstiger und so, ne? Ja. Super. Rechnung bzw. Betrag von den Eiern sitzt einfach mit auf die offene Rechnung, ne? Ja, ich mache eine Überweisung fertig mit dem Stroh noch und mit dem Roggen. Perfekt, ich danke dir. Jens, dann frohes Schaffen. Bis später. Bis dann. Tschüss. Passt. So, dann einmal wieder zurück zum Hof.